Ja, moin moin Leute, heute mache ich nur ein ganz kleines Video für euch. Ich habe leider nicht sehr viel Zeit, großartig was Aufwendiges zu drehen, geschweige denn draußen zu schlafen. Ja, ihr hört es auch, ich bin nicht im Wald, sondern ich bin noch mitten in der Stadt. Und zwar möchte ich euch heute den kleinen Samwise vorstellen. Schreib mir doch gerne mal unten in die Kommentare deine Tipps, die du hast, falls du schon Hundebesitzer bist oder warst. Woran ich denken sollte, was ich auf gar keinen Fall falsch machen sollte, besonders im Hinblick auf das ganze Outdoor-Thema, ne? Weil das wird natürlich in Büchern normalerweise nicht so berücksichtigt, sagen wir mal. Das heißt Wandertouren, draußen schlafen über längere Zeit, ja, wie ist das mit den Wildtieren und so weiter und so fort. Ja, Samwise ist jetzt knapp 6 Tage, es müsste jetzt der 6. Tag sein, ja. Bei uns und ist ein Mischlingswelpe, den wir vom Privatzüchter geholt haben. Ja. Er ist zu 3/4 Berner Sennhund und 1/4 ist Labrador. Ja, die Mutter ist ein Labrador-Sennhund-Mischling und der Vater ein reinrassiger Sennhund. Ja, und wir haben ihn dann beim privaten Züchter geholt. Ja, das war in Niedersachsen. Der Kleine ist jetzt knapp 9 Wochen alt und ja, die ersten 2 Tage hat er sich hier eingelebt, großartig. Ja, er nimmt die Box nicht so an, er mag mehr Kälte, Untergründe zum Schlafen. Das ist vielleicht ganz gut für Draußenschläfer, was er später auf jeden Fall sein muss, wenn er mit mir auf Tour kommt. Beim Training haben wir relativ standardmäßig jetzt angefangen mit, dass er seinen Namen versteht, ja, dass er ihn dann direkt anguckt, dann ein bisschen Sitz und hier, also dass er herkommen soll. Viel mehr wollten wir in der ersten Woche noch nicht machen. Ja. Aber er hat alles, Leine und so weiter und so fort. Und wir haben uns auch extra ein Hundebuch gekauft, damit wir da ein bisschen Ahnung haben, weil der muss natürlich später top trainiert sein, weil ansonsten kann ich mit dem ja nicht auf Trekkingtouren gehen. Ja. Wenn ich mit dem irgendwo durch einen Berg laufe oder sonst irgendwas, über den Berg mache ich natürlich, muss er ja hören. Ist ja nur logisch. Ne? Also muss es ein gut trainierter Hund werden. Und ich habe ein bisschen Ängste, dass ich das nicht vernünftig schaffe, aber irgendwie, glaube ich, kriegen wir es dann doch hin, weil immer mal wieder sind Fortschritte zu sehen. Und dann funktioniert das schon. Stummrein ist er natürlich noch nicht. Ja, ab und zu passiert mal ein Malheur, aber das meiste kriegen wir schon irgendwie draußen hin. Und ja, das ist schon alles in Ordnung soweit. Ja, vom Charakter her ist Samwise auf jeden Fall, sagen wir mal, frech. Ja, er braucht schon ziemlich Kontra, weil ansonsten tanzt er einem ziemlich auf der Nase rum. Und er ist sehr entdeckerisch. Das sind auf jeden Fall beides Charakterzüge, die ich gutheißen kann, ehrlich gesagt, bei einem Outdoor-Hund, bei einem starken Begleiter über Jahre, finde ich eigentlich ganz gut so. Ansonsten war es das auch schon wieder mit diesem kleinen Update-Video, was ich euch geben wollte. Ja? Der kleine Samwise ist auf jeden Fall mein kleiner Traumhund. Ja? Viel zu niedlich eigentlich, sollte verboten werden. Aber ich freue mich tierisch, ihn jetzt bei mir zu haben, aufziehen zu können und später einen Gefährten für draußen zu haben. Ja, meine Frau ist der Traumhund, weil sie hätte unbedingt gerne einen Berner Sennhund haben wollen. Das heißt, einen Mischling wollten wir auch noch haben. Das ist so fast der perfekte Hund. Es ist eigentlich der perfekte Hund. Ja. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir noch einen Kommentar da und ein Like. Abonniere mich, denn dann verpasst du keine Wandertouren mit Hund, falls sie dann mal irgendwann kommen sollten. Kann ja noch ein bisschen dauern, bis ich ihm das antrainiert habe. Und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.